haben letztes Mal, letzte Woche, über die Nirodha-Upasana gesprochen. Das heißt, die Betrachtungsübung Nirodha. Nirodha heißt dann aufhören. Und das haben wir, ich glaube, ist dann einige Male gesprochen, glaube ich, das war der genug. Und sehr lange gesprochen. Und heute ist das dann letzte Übungs Patanisagaanupassi. Das heißt, loslassen. Betrachten von loslassen. Patanisagaanupassi hat zwei Bedeutungen. Eine ist eigentlich dann loslassen, zweite ist dann hineintreten, hineingehen. Die zwei Bedeutungen. Zwei Dinge auch da passiert hier. Erst ist dann loslassen. Gleich, wenn der Loslassen stattfindet, dann ist das nächste, ist, der Geist tritt eigentlich dem Nibbana ein. Deshalb, Patanisagaanupassi, ist eine Seite ist loslassen, nächste ist dann ins Nibbana hineintreten. So, oder Erleuchtungsverwirklichen, Erwachen. Und loslassen. Patanisagaanupassi. Es hat eine Verbindung mit, das Wort kommt auch Parichaga. Parichaga ist Pali-Wort, Sanskrit-Wort ist Parityaga. Tyaga heißt etwas herschenken, geben. Parityaga heißt, hier das Wort, denn gewöhnliche Übersetzung ist das eigentlich, ohne Erwartungen etwas herschenken. Das heißt, keine Motivation, etwas zurückzubekommen. Das heißt, gewöhnliche Sprache, das verwendet. Das heißt, schenken. Schenken heißt dieses, Parichaga. Und in Dhamma-Sprache, Parityaga heißt, nicht mehr zurückkehrend. Das heißt, etwas hergeben oder loslassen, hergeben, nicht mehr zurückkehren, irreversible. Das heißt, nicht mehr zurückkehren. Und das heißt Parityaga. Damals, Dhamma-Sprache. Gewöhnliche Sprache heißt, ohne irgendeine Erwartungen etwas geben. Und diesen zwei Begriffe, das gibt es hier, Parichaga, Patanisagaanupassi. Und dann, erstens, dann erklärt der Buddha in einer Lehrrede, das ist eigentlich dann Samyutta Nikaya Nidana Vagga Pahana Sutta. Das ist dann Samyutta Nikaya Nidana Vagga ist dann 424, glaube ich. Das könnt ihr irgendwann anschauen. Das ist sehr schön gesprochen. Der Buddha sagt, er erklärt, was erklärt der? Buddha fragt, und er sagt in diesem, Sabham Pahanaya, wo Bhikkhave Dhamman Desisam. Tansunato. Sabham Pahanaya, wo Bhikkhave Dhamman Desisam. O Mönche, ich erkläre euch Dhamma, alles loszulassen. Das heißt, alles loszulassen,
predige ich, erkläre ich dann euch Dhamma. Sabbam pahanayo bhikkave dhammang desesami. Und dann sagt er, Tansunata, ihr sollt das aufmerksam das hören. Tansunata. Und dann sagt er, Katamach bhikkave sabbam pahayas dhammo. Was sind die, O Mönche? Die Dhammas, die ihr loslassen soll. Dann sagt er, Chakum bhikkave pahadabba. Ihr sollt der Augen loslassen. Augen loslassen. Rupancha pahadabba. Form, Gestaltung sollt ihr auch loslassen. Augen loslassen, Gestaltungen oder Form loslassen. Und dann Chakvinyanam pahadabba. Aus den Auge und Objekt entstandene Sehbewusstsein sollt ihr loslassen. Sehbewusstsein, das ihr loslassen. Und dann Chakku Sampasam Bhikkave Pahatabba. Das heißt, Chakku Vinyana, und dann wir haben dann diese Chakku Sampasa ist von der Berührung des Augen, sollt ihr dann loslassen. Berührung des Augens, das heißt, mit den Augen verbundene Berührung, sollt ihr dann loslassen. Und dann, auch das ist dann Zampaso, Upajaveda ist dann Sukhang war, da dann von aus den Kontakten entstanden, Vedananja, Gefühle, dann sagt der Buddha Sukhangwa, angenehme oder Dukhangwa, unangenehm. Adukka, das heißt, Adukka Sukhangwa, das heißt, weder angenehme noch unangenehme. Alle sollen nur Mönche loslassen. Und das ist Pahana, was der Buddha erklärt, was der Mensch wirklich loslassen soll. Es ist sehr, dann sagt der Chakku Sota, das ist mit den Ohren verbunden. Chakku Sota, Jiuha, mit den Zunge verbunden. Jiuha Kaya, na, das ist dann, das ist mit den Nasen verbunden, mit dem Körper verbunden. Alle, das sollt ihr dann loslassen. Und dann, es ist ein bisschen so kompliziert, wenn der Buddha sagt, oh Mönch, ihr sollt Augen loslassen. Weil das ist das Loslassen, es ist schon, man versteht schon, was das Loslassen ist. Aber wenn jemand das Augen loslassen heißt, das ist dann, braucht er nicht mehr mit den Augen etwas haben. Augen loslassen bedeutet, Loslassen ist nicht den Augen, das kommt Chakku Sota Gana Jivakaya. Das sind die, was sind die? Das sind die Ayatanas. Ayatanas ist das Sinnesorgan, ja, Sinnes. Und dann die Sinne, loslassen bedeutet Chakkung Bhikkave, Pahadabham heißt eigentlich mit dem Auge verbundene Ich-Bezogenheit sollt ihr loslassen. Das heißt eigentlich den Chakkung, das heißt nicht Auge. Auge ist das, man kann nicht loslassen. Mit dem Auge verbundene Ich-Bezogenheit, das sollt ihr dann loslassen. Auch dann den Form mit dem Ich. Mit dem Ich verbunden ist. Das heißt, anders gesagt, Auge soll dann frei machen von Ich. Ja, das Auge soll dann frei werden von dem Ich. Und das anders gesagt, was ist da eine Funktion des Ich, des Selbst? Das Selbst hat nur eine einzige Funktion. Immer zu sich nehmen.
Das ist die Funktion des Selbst. Etwas zu sich nehmen oder etwas von, wie heißt das, zu sich nehmen oder von wegschieben. Das ist das Ich, die Funktion des Ich, was wir sagen, ich habe ein Ich, was tut das Ich, etwas zu sich nehmen oder von wegschieben. Das ist die Funktion des Ich. Und beide eigentlich mit Anhaften verbunden. Anhaften und Ablehnung, beide sind eigentlich eine zwei Funktionen in einem ist das. Das Ich tut das eigentlich. Annehmen und ab. Das ist eigentlich. Und das ist die Funktion des Ich. Ja. Und was der Buddha hier erklärt, ist eigentlich, loslassen ist das hier, Pahatabham, Pahana oder Patanissagga, loswerden, loslassen, dass ich, erstens, dass ich sowieso, aber bevor der Mensch von den Gestaltungen und alles wirklich dann anhaftend wegzunehmen, sagt der Bruder, erstens sollt ihr erstens sich bewusst, euch bewusst werden, dass es nicht diese Dinge, Auge oder Form oder Kontakte, nicht mir gehörig sind und uns gehört. Das soll dann schon klar werden erst. Das ist nicht mein, das gehört mir nicht, das bin ich nicht. Das sollte ihr dann, bevor ihr das wirklich anfängt, solltet ihr erst erkennen, das ist nicht mein. Ja? Und deshalb sagt der Buddha Rupang, ist die Pahatabha, Achakum Pahatabha. Auge sollte loslassen. Ja? Und das heißt, das ist mein Auge, mein Auge, mein Auge, mein Auge. Sollte ihr irgendwann das wegnehmen und sagen, Augen, irgendwann lernen, nur zu sagen, Augen, Augen sind hier. Und ich meine, das sprach ist auch, die meine soll wegnehmen, erst. Ja, immer wieder meine, mein Körper, meine Augen, meine Nase, mein Mund, mein. Das ist ständig. Am Tag werden wir 100.000 Mal wiederholen. Das ist mein. Die Augen werden immer das hören. Wenn die Augen das hören und sagen, das ist so, ich werde jeden Moment ein Gefangener des Ich. Und das heißt, die Augen, wenn die wirklich selber reden können, die Augen werden sagen, so oft hast du das gedacht oder gesprochen oder gesagt oder von anderen gehört. Deine Augen oder meine Augen, das ist beide gleich. Und die Augen werden sagen, so oft waren wir eigentlich gefangen. Von wem? Von diesem illusionären Ich. Und das heißt, Augen haben selber keine Freiheit zu sehen. Ohren haben keine Freiheit zu hören. Nase hat keine Freiheit zu riechen. Zunge hat keine Freiheit zu schmecken. Körper hat keine Freiheit zu spüren, zu fühlen. Warum? Weil dieser eigentlich diesem Kandas, ja, dieses eigentlich von dem Selbst ist gefangen geworden sind. Und deshalb Augen sehen nicht richtig. Ohren hören nicht richtig, Nase riecht nicht richtig, Zunge hat keinen richtigen Geschmack, Körper fühlt nicht richtig. Weil die Richtigkeit ist eigentlich etwas neutral, ohne Bewertung. Lässt das Ich, lässt nicht den
Augen, den Augen etwas frei zu sehen. Weil deshalb ist dann Wirklichkeit am Ende entsteht dann Dukkha. Und dann sagt der Buddha, dies ist eigentlich eine große Entsagung. Wenn jemand so richtig dann Patinissagana Passana machen kann, das heißt los, das ist der größte Entsagen des Geistes, Entsagen. Ja, Entsagen, alles das nicht kann man. Ja, ist Entsagen. Und dann, was soll dann überwunden werden? Sagt der Buddha Kanda, Dhatu, Ayatana, Indriya. Und Patichasamuppada, mit den Gliedern des Patichasamuppada. Das soll dann loslassen. Kandas. Kandas sind eigentlich, wie wir gesprochen haben, was tut der Kanda eigentlich? Kandas, die Daseinsfaktoren, mit Anhaften verbundene Daseinsfaktoren, bildet eine Person. Ja? Das ist das, was der Kandas tun eigentlich. Kandas, mit dem ich arbeite, entsteht, es gibt eine Person. Ja? Ich bin. Ja? Und dann das ist dieser Kanda, die Persönlichkeit bildende Kanda sind 5 Faktoren: Rupa, Vedana, Sanya, Sankara, Vijnana. Das sind die Rupa, Vedana, Sanya, Sankara. Form, das ist der Körper. Vedana, Gefühle. Sanya, Wahrnehmung. Sankara, Karmaformationen, Absichten, Wille. Und dann Vijnana, Bewusstsein. Und das ersten sollen dann loslassen. Das heißt, diese 5 Kandas, Rupa, Vedana, Sanya, Sankara, Vijnana, frei werden, frei machen von selbst oder von illusionärer Selbst. Und dann wird dann, wenn der illusionäre Selbst mit dem Kandas verbunden sind, dann werden eigentlich Kandas werden eigentlich Upadanaskanda wird. Es gibt Panchakanda, Pancha Upadanakanda. Es gibt 2. Panchakanda ist das in normal Rupa, Vedana, Sanya, Sankara, Vijnana. Form, Gestaltung und so weiter, was wir gesprochen haben. Form, Gefühle, Wahrnehmung, Absichten und alles. 5. Das gibt eine Pancha Upadanakanda. Das heißt, die mit den Anhaften verbunden ist. Das sind die 5 Daseinsfaktoren, die Anhaufungen, die mit den Anhaften verbunden sind. Anhaften ist nichts anderes als mit dem Ich-Bezogenheit, mit der Ich-Bezogenheit verbunden heißt. Anhaften und mit dem Ich verbunden ist, das ist nicht 2, das ist eines. Das heißt, Anhaften, anders gesagt, mit der Ich-Bezogenheit verbunden. Das heißt dann Anhaften. Wenn der Ich nicht da ist, haftet nichts an. Lehnt nichts ab. Und 5 Dasein, 5 Skandas und 5 Dasein, 5 Kandas, 5 Dasein. Dann gibt es eine Dhatu. Dhatu sind, was sind die Dhatu? Dhatu sind Elemente. Hatnya, was sind die hauptsächlich? Patavi, Apu, Tejo, Vayu. Erde, Wasser, Luft und Licht. Das sind die 5 Dhatu. Elemente. Ja? Patavi, Erde, Wasser, Luft und Licht. Und diese 5 Daseinsfaktoren, diese 4 Elemente,
und bildet eine Person, das ist Körperlichkeit zum Beispiel, bildet dann. Und dann soll das Dhatu, da gibt es, könnt ihr einmal anschauen, das gibt, das Wörterbuch anschauen, da gibt es Dhatu sehr gut erklärt. Ja. Und auch sehr, es ist wirklich sehr, sehr wichtig, wenn ihr das einmal lernt, diese Dinge, das heißt, erstens das Aktienelemente, es gibt dann Aktienelemente. Ja. Und dann 6-6, und dann ist das, eine ist der physikalische, andere ist die mentale Ebene, und das weder noch mit der, sowohl als auch, und das gibt dann Aktienelemente. Das sind die das sind Auge, auch Sehorgan, Hörorgan, Riechorgan, Schmeckorgan, Körperorgan und so weiter. Das physikalische Dhatus. Ja. Und da kommt auch dann, ist dann noch 1 bis 10 ist physikalische. 11 bis 16 und 18 die geistige. 17 ist physikalisch und geistiges, beide zusammen. Ja. Das ist so die Erklärung der Dhatus. Und das sagt der Bruder, diese Dhatus sollte dann loslassen. Ja. Ist nichts mit ich bin verbinden. Ja. Das soll man sonst loslassen. Und das sage ich, das ist was hier das Loslassen bedeutet. Das, wir haben das Loslassen so oft verwendet, das Wort. Loslassen, loslassen. Aber was soll man loslassen? Ja. Und das ist das dann detailliert erklärt. Und dieses ist das Erste, soll dann, was wir gesprochen haben, die Kanda und Dhatu und Ayatana. Was sind Ayatana? Chakku Ayatana, Yu Ayatana, Sotha Ayatana. Ayatana heißt Sinnesbereiche, ja, das ist dieser, der Auge und so weiter. Und dann, es gibt auch in Dhatu, gibt es auch der Rupa Dhatu, Kama Dhatu, Arupa Dhatu, Rupa Dhatu, Arupa Dhatu, das gibt es auch weiterhin. Ja. Rupa Dhatu, Sinnenwelt, das heißt feinkörperliche Welt, und auch dann der unpersönliche, unkörperliche Welt. Arupa. Arupa-Welt. Rupa-Welt, Arupa-Welt. Das ist auch, sagt der Buddha, loslassen. Es ist sehr, sehr wichtig, diese Dinge loslassen. Wir haben nur das gelernte Dinge, so was ich habe, alles loslassen. Das ist so sehr, sehr, das sollen wir schon. Weil dir alles, wenn ich sage, ich soll dann das Haus loslassen, von Haus in die Hauslosigkeit kommen. Hauslos, das bedeutet Kanda, Aitana, alles loslassen. Ja? Das sind die, ist alles dabei. Das sind dann Rupa Vedana, Sanya, Sankara, Vinyana sind da. Im Haus existiert diese Dinge auch. Das heißt, meine Kandas immer den Kontakt haben mit diesen. Ja? Und, oder Dhatu. Elemente, das gibt es auch. Und alles ist, aber so tief sollen wir, ja, das Haus ist das nur, wir denken, ja, das gibt ein Haus, muss ich loslassen. Ich habe diese und jenes loslassen. Aber Wirklichkeit ist so weit, geht der Buddha Karma Rupa, Karma, ja, und dann Karma, der Karma Dhatu, der Sinnenwelt, Rupa Dhatu, Rupa Dhatu, das heißt feinkörperlicher, Arupa Dhatu, und dann ist das, gibt es auch, was gibt andere? Rupa Dhatu, Arupa Dhatu, ja, unkörperlicher Welt. Das ist das mit der Dhyanas, wie ich sagen so. Dhyanas, die Versenkungsstufen, ja. Sagt der Buddha, das soll die auch loslassen. Das kann ich nicht sagen, festhalten, das ist nicht der Dukkha, Ende des Dukkha.
Ja? Und das sollen wir auch loslassen. Und dann Wirklichkeit loslassen geht weiter bis wohin? Ja, habe ich dieses Buch nicht, aber ihr könnt das selber lesen. Bis zum Samadhi. Ja. Bis zum Samadhi geht das eigentlich dann Nibbana zu erreichen, soll das auch rechte Erkenntnis auch dann loslassen. Damit ist eigentlich, ist es tritt dann zu Nibbana ein. Mit dem rechten Erkenntnis ist auch nichts möglich. Und deshalb sagt der Bruder, das sollt ihr auch am Ende loslassen. Und dann ist das, sage ich das noch eines, das, weil ich das ein bisschen klar machen möchte. Was loslassen ist, ein Wort, Wirklichkeit, das ist weder aktives Wort noch passives, das ist ein kausatives Wort. Loslassen ist. Loslassen ist ein aktives. Obwohl der sprachlich verwende, ich lasse los. Aktiv. Ja? Oder passiv, es wird losgelassen oder so. Ist alles das so, ist nicht das kommt, aber wirklich ist das eigentlich. Wirklich das Wort ist loslassen bedeutet, es ist Wirklichkeit im Geschehen stattfindende. Loslassen bedeutet. Man kann nicht selber loslassen. Deshalb, es lässt los. Ja? Das ist das Loslassen. Ja? Und deshalb ist dann, wenn jemand sagt, Nibbana eintreten, wird auch dieses, was wir Samadhi, das auch loslassen. Das heißt auch, das wird auch dann nicht so passieren. Mit loslassen, es geht nicht um Nibbana. Das sollte auch auflösen oder loswerden. Ja. Das ist nicht etwas Negatives. Man kann sagen, nein, das ist aber nicht los. So lange habe ich das bemüht, recht Erkenntnis zu gewinnen. Soll ich auch das loslassen? Nein, wenn das Ich dabei ist, das will ich nicht loslassen. Dann mache ich für das Ich vielleicht etwas Gesundes. Aber für Nibbana nicht. Für Nibbana ist eigentlich, wenn alles nicht da ist, der Beste. Das sagt auch, das ist das, mehrere Stellen sagt der Buddha. In Nibbana gibt es nichts. Ja? Tabu Patnissago, das ist Virago Nirodo. Ja, das ist Nirodha, das sage ich, das wird nicht vergessen. Manche Stellen, Kommentare schreiben, ist das Nirodha kommt nach der Patnissaga. Ja, und das ist das, diese Reihenfolge. Ja, Patnissaga kommt, das heißt, loslassen, von loslassen entsteht eigentlich das Aufhören. Und andere sagen, nein, aufhören heißt eigentlich von loslassen, der Beginn mit los. Aber das ist dann gegenseitig unterstützen, entsteht das. Ja. Und so, das ist loslassen, dann sage ich, das Loslassen ist etwas im Geschehen stattfindende. Ja. Im Geschehen stattfindendes ist Loslassen. Jedes Mal richtig etwas, es geschieht. Geschehen ist ein Resultat des Loslassens. Das heißt, wenn das Geschehen, das ist so ein Ding. Loslassen ist ein Folge des Geschehens. Anders gesagt, Folge des Loslassens entsteht das Geschehen. Beides. Ja. Und dieses Zweiges funktioniert immer so. Wo das Loslassen ist, da gibt es Geschehen. Wo das Geschehen ist, da gibt es
sage ich, dass ich Sprachliste geben gibt sowieso nicht. Ja? Es gibt, existiert nichts. Ja? Aber ich frage, dass es gibt keine andere Möglichkeit für mich überhaupt nicht. Für euch vielleicht gibt es diesen Sprachen. Ja? Das heißt, loslassen kann wieder entstehen, wenn das wirklich loslassen stattfindet. Ja? Das heißt, in dem Prozess des Loslassens entsteht eigentlich dann Geschehen. Im Geschehen entsteht das Loslassen. Beide Seiten. Am Ende kommt eigentlich vollkommene Stille des Gestaltungen. Dann ist das der Großteil des Loslassen. Das heißt, vollkommene Stille der Gestaltungen. Ja. Und das ist das so. Und dann sagt der Anapurnika Mahatera, wo irgendwo, er sagt, das sagte. Er sagt, die Stillung der Gestaltungen, Dasein, das Gebilde. Dies ist das so. Er sagt, das Ende der Gebilde, durch das Ende des Bildens, das Ende der Dinge, durch das Ende des, das Wort heißt Verdinglichen. Und das Ende der Dinge durch die Verdinglichung. So, er sagt, dass er diese Kante, diese Stelle lesen, das ist dann, Ende sagt, das Ende der Welt, das Ende des Leidens. Es ist jenes Ende der Welt, dem der Buddha zufolge nicht durchs Wandern, um das zu erreichen, sondern nur dasselbe zu finden. Das ist dann, dies alles ist eigentlich mit Geschehen stattfindet, nicht irgendwie mit Tun. Es ist ein gewisser Standard der Achtsamkeit-Meditation beginnt vielleicht mit aktiven Handlungen. Aktive Handlungen, das heißt, Vitakka, Vichara, wieder so, wenn wir finden eine Meditation. Aber der Laufe der Zeit wird eigentlich langsam, dieser alles ist eigentlich ein Geschehen. Diese sieben, was wir gesprochen haben, ein Prozess des Geschehens. Anicca-Anupassana, Dukkha-Anupassana, Anatta-Anupassana, nächstes ist dann Nibbida-Anupassana, Viraga-Anupassana, Nirodha-Anupassana, Patinitta-Anupassana. Das alles ist eigentlich im Prozess des Geschehens findet statt. Anicca Anupassana ist nicht ein aktives, das der Mensch sieht. Es ist nicht. Das ist eigentlich, was der Geist erkennt, das Anicca Anupassana. Und das ist, das, wenn jemand eigene Einsicht, Weisheit, Einsicht, Meditations, Einsicht, Übungen verstärkt, Erstens, was da passiert ist, er wird von Tun, in das Geschehen einsteigen. Der Geist wird das so reinkommen. Das muss auch sein. Weil im Geschehen gibt es kein Selbst. Wo das Selbst ist, gibt es kein Geschehen. Und deshalb Meditation, in Satipatthana Meditation,
was der Anfang an passieren sollte. Das Tun langsam ist ein Geschehen werden lassen. Das passiert nur, wenn das Ich von Körper, Gefühle, Gedanken und dann, das ist die Reaktion des Geistes, wie Sinnenlust und alles, das Ich wegnimmt. Und dann wird eigentlich dann langsam ist alles dies so, ist geschehen, dass alles passiert, dann wird der nie wieder entstehen. Abwendung. Das erkläre ich, das eine Abwendung. Und dann kommt auch dann Virage. Ja? Leidenschaftslosigkeit oder so. Virage. Und dann kommt Nirodha. Das sind Aufhören. Dann Patinissagha. Dann kommt eigentlich dann Loslassen. Und mit so geht alles, ist eigentlich ein Prozess, das findet statt immer. Und man kann nicht Wirklichkeit, man kann nicht sagen, ich habe Anicca erkannt. Natürlich kann man so sagen, aber Wirklichkeit, was da passiert, ist der Geist verwirklicht sich das. Es ist nicht eigentlich etwas zu wissen oder mit Verstehen verbundenes, das ist alles mit dem Verwirklichen verbundenes. Verwirklichen heißt eigentlich, das Wort heißt, verwirklichen heißt auch von Wirken, von Tun weg heißt das. Ich habe verwirklicht, heißt das. Wirken, Tun, ja. Weg von Tun, verwirklichen. Das heißt, im Geschehen bleiben heißt das. Und der Buddha hat alles verwirklicht, heißt, er ist sein Tun aufgehört. Ja? Von Tun weg, frei von Tun. Ja? Und so ist das alles, was wir hier sagen, ersten. Und diese soll er alles dann loslassen. Ayatana. Und so, so mit Loslassen verbundenen Geist verstärkt der Übende die Achtsamkeit. Einsichtsmeditation verstärkt er weiterhin. Langsam verringert er Unwissenheit, Avidya. Ja, Avidya wird weniger, Unwissenheit. Und was der Ersten das Loslassen, Ersten, was der Mensch, das ist dann der Übungen, das, so beginnt das eigentlich, Übungen, Unwissenheit weniger werden. Und dann ist Unwissenheit weniger werden, bedeutet wahre Natur der Gestaltung richtig sehen, heißt Unwissenheit weniger werden. Wahre Natur der Gestaltungen. Richtig sehen heißt Unwissenheit verringern. Wahre Natur der Gestaltungen heißt eigentlich Sabbe Sankara Anicca, Sabbe Kankara Dukkha, Sabbe Dhamma Anatta. Sabbe Sankara Anicca. Die Dinge sind alles aus den Paticca Samuppanna, aus den Bedingungen entstanden. Ja? Und erkennt er das alles? Paticca Samuppanna. Bedingungen entsteht das alles. Und dann die wahre Natur der Erste ist das. Aus den Bedingungen entsteht alles. Und dann, aus was der Bedingungen entsteht, wenn die Dinge aus den Bedingungen entstehen, die Natur der Bedingungen sind eigentlich zusammenkommen und gleich auflösen. Das ist die Natur der Bedingungen. Die Bedingungen aus den Bedingungen entstehen, die Natur ist gleich aufhören. Weil das ist das,
die bleiben nicht. Dann sieht er das erste Merkmal. Das ist die erste Natur, das erste Merkmal der Gestaltungen, nämlich Anicca, was wir erst gesprochen haben. Dann geht zurück jetzt. Anicca. Und dann das und diese wahre Natur der Gestaltungen sehend, verringert er eigentlich immer, ich bin, das ist mein. Weil der sieht, dass alles ist eigentlich der vergänglich, ja, und damit weniger wird, deshalb sagt der Buddha, es ist weniger wird das Unwissenheit. Dann wird dann Unwissenheit, was heißt der Unwissenheit? Unwissenheit ist nichts anderes als, erstens, dass der Dinge nicht vergeht oder ewig sind die Dinge. Es ist das nicht dann Dukkha. Das gehört mir, das bin ich. Das ist die Unwissenheit. Ja. Das heißt, die richtige Natur, der wahre Natur der Gestaltungen nicht richtig sehen, heißt diese. Was die Natur, dass er sagt, vergänglich ist die Dinge nicht, ewig sind die Dinge. Es ist nicht, aber das ist das Glückliches, was ich habe. Ah, das gehört mir, das bin ich. Und dann, wenn wir diesen drei Worte richtig, dann können wir selber messen, ob wir mit Unwissenheit oder mit Wissen. Wir sollen selber messen. Ja? Wie betrachten wir die Dinge? Dinge sind vergänglich oder ewig? Wir halten ewig. Wenn jemand etwas und geschimpft hat, dann halten wir ewig. Ja? Für uns vergehen die Dinge nicht. Ja? Wir nehmen etwas gesagt, Akkuchimang, Avadimang, Adinimang, Hasime. Ja? Und das in Dhammapada gibt es diese. Es geschimpft und da alles gelobt und alles ewig halten. Ja? Das ist mein, das gehört mir, das bin ich. Und betrachten wir den leidvollen Dinge als glücklich oder nicht, das sollen wir selber wissen. Und betrachten wir die Dinge als mein oder mir gehörig oder bin ich oder so, das sollen wir messen. Dann sehen wir unsere eigene Natur, wie wir sind. Deshalb ist das nichts, aber Negatives. Das damit sehe ich die Soheit meines Wesens. So bin ich. Das ist schon wichtig. Nicht einfach alles so denken, ewig, glücklich, das ist mein. Ohne Wissen, dass immer so weitergehen, ist nicht gut. Wenn jemand das weiß, so bin ich aber, dann ist eigentlich dann erste Stufe. Damit öffne ich das eigentlich die Tür, Weisheit reinzugehen. Solange ich das nicht akzeptiere, dass ich blind alles so denke, dann habe ich keine Möglichkeit. Patanisagam, loslassen habe ich nicht. Irgendwann, ich bin aber so, das ist gut. Soheit habe ich erkannt. Jetzt habe ich eine Möglichkeit, die Wirkung der Soheit, genauso wie aber, wie werde ich das, wenn ich immer das sage, das ist mein, das gehört mir, das bin ich. Wenn die Dinge, so lange habe ich es gesagt, das ist mein, das gehört mir, das bin ich, plötzlich merke ich, das ist nicht mein, das gehört mir nicht. Was für eine Reaktion habe ich in mir? Ein Dukkha. Ein Dukkha. Warum ist so geworden? Weil es nicht ewig bleiben kann. Das kann nicht ewig bleiben. Ja? Das ist gut. Jetzt habe ich mit meinem Leben, meinem Dasein, habe ich Wirklichkeit gesehen. Aber Wirklichkeit gesehen, damit schließe ich nicht
auch, dass ich das Wirklichkeit, alles habe ich gemacht. Man kann schon. Damals haben die Leute einen Punkt so gesehen, dann haben sie die Erleuchtung erlangt. Aber wir sind nicht, weil wir eines Vergängliches habe ich schon, erkannt, aber gleich habe ich noch eines Vergängliches als Ewiges wahrgenommen oder festgenommen. Habe ich nicht Wirklichkeit, das heißt Leidvolles habe ich losgelassen, irgendwie loslassen oder los, ich musste loslassen oder ich habe das losgelassen, aber dann gleich habe ich Wirklichkeit, was ich getan habe, die anderen Leidvollen reingegangen. Und deshalb könnten wir nicht das eigentlich richtig, ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Wir sind eigentlich einen, wir nehmen eine leidvolle Erfahrung haben. Wir haben das Wirklichkeit erkannt, erlebt, nicht erkannt, erlebt, aber dann sind wir in Wirklichkeit diese Leiden richtig untersucht oder ergründet. Wir sind so ähnlich und wieder, nicht der gleichen, so ähnlich und wieder reingerutscht. Jetzt sind wir gewissermaßen zu denken, in leidvollem Zustand sind wir glücklich. Das ist das. Das ist genauso wie eine Ameise im Honigtopf. Wenn eine Ameise in Honigtopf reingeht, Honig ist süß, aber kann nicht mehr zurück, weil sie klebrig und süß, aber klebrig, da kann man nicht raus. Endet mit Leiden, Ameise ist tot. Wir leben wie als Tote. Ameise ist wirklich, Ameise ist noch glücklicher. Wer der Süße ist, und am Ende tot. In Süße drinnen stirbt er. Und der Mensch ist eigentlich den leidvollen Zustand, wie heißt das, eine scheinbare Freude erleben, und er ist wirklich, der Mensch ist in diesem Zustand tot, als Toter lebt er aber. Das heißt, mit den Leiden lebt er weiterhin. Wir alle meinen es. Ich sage nur, der Mensch allgemein sagen. Ein Mensch inkludiert, ich bin auch dabei. Ja, muss das sagen, das ist nichts. Der Mensch ist das Glückliche. Ja, ich bin auch so. Ich bin auch so. Wir alle so. Ja. Aber diese ist eigentlich die Natur der Unwissenheit. Und deshalb sagt der Buddha, diese Dinge soll man erkennen und dann langsam, wenn jemand so sieht, die der wahre Natur der Gestaltungen sieht, ich bin mit diesen erzeugenden Begierde, wird immer weniger. Ja? Weniger wird dann. Dann ist das damit verbundene Anhaften wird auch weniger. Ja? Dies ist beides, das heißt, wenn jemand der wahre Natur der nicht endgültig gesehen, noch nicht. Das meine ich, das Anfangsstadium. Wahre Natur der Gestaltungen sieht er und damit verbundene, dass er Unwissenheit verringert, der gleichzeitig. Und dann ist das auch mit ich bin, mit diesem verbundener Gier. Nandi heißt Nandi. Und das heißt Begierde. Und dann wird immer auch weniger. Weniger. Und dann, wenn das in der Begierde weniger wird, was wird dann? Tanha Paccaya Upadana. Ja? Durch Begierde entsteht dann Anhaftung, weniger Wert. Wird weniger. Dann wird dann wieder weniger. Dann ist das so langsam, nächster wird weniger.
Das ist das sage ich, dass die Resultate, die Folgen, Ergebnisse der Achtsamkeit-Meditation ist. Wir reden nicht irgendetwas anderes. Wenn jemand Achtsamkeit-Meditation richtig tut, so erlebt er. So erlebt ist auch nicht das richtige Wort. Das sage ich, dass so geschieht das alles. Ja? Und da ist eine Entwicklung des Geistes. Deshalb sagt der Buddha, die Lehre des Buddha ist im Wesentlichen eine Methode der Geistesschulung. Ja? Der Entwicklung, Entfalten und Befreiung des Bewusstseins abzielt. Das ist das so. Und dies ist nicht irgendwie eine, ich habe das. Nein, die Lehre des Buddha ist im Wesen eine Methode der Geistesschulung. Das ist das, was da wirklich passiert ist am Ende, Befreiung des Bewusstseins. Der Befreiung des Bewusstseins. Der Geist ist das, erlebt alles, der Geist. Und dann ist das, ja, und der Lehrer eben erklärt, dass diese Einsichtsmeditation, diese das mit diesem Entwicklung verbundene Einsichtsmeditation, das wird eigentlich allmählich diese andauernde Loslassen der Gestaltungen immer, dass ich, das wird immer das heißt, immer wieder verstärkt werden. Andauernde, das ist das ununterbrochene, das Festhalten, die Gestaltungen werden immer weniger. Das heißt, wird dann, der Geist wird dann frei werden von den Gestalt, anhaften wir nicht mehr. Dann sagt er dann, wenn so ist, dann der Geist wird dann frei werden, die geistigen Befleckungen, Kilesas, Tanna, Mana, Ditti, Avidya, Raga, Dosa, Moha. Ja? Das heißt, Gier, Ansichten, auch dann der Dünkel und Raga, das ist dann, Raga ist das wieder Gier, und dann der Dosa, Hass, geistige Verwirrung, immer weniger wird, und dann, wenn diese Dinge weniger werden, dann wird auch dann unheilsame Karma weniger. Das heißt, tun wird immer nicht mehr unheilsam. Warum? Weil der Geist frei ist von diesen Befleckungen. Und dann die Kilesas frei gewordenes Tun, dann wird immer wieder weniger unheilsame Dinge tun. Wird dann heilsame Dinge, der sich dann entwickeln. Das ist der Sankt der Buddha, Sabba Papasta Akaranam, Kusalasa Upasampada. Sabba Papasta Akaranam, alle unheilsame Dinge, das ist vermeiden oder das ist beseitigen, das wird das. Unheilsame. Unheilsam wird denn den Geist, sagt auch, die unheilsam werden dann den Geist verlassen. Heilsame findet deinen Platz. Heilsame ist eigentlich die Kraft der Erleuchtung. Heilsam heißt, heilbringend. Darüber möchte ich dann nächsten Mal reden, weil das jemand gefragt hat, gute, böse und heilsam und unheilsam. Das wollen wir das einmal reden. Und dann, ist das so, das ist dann, damit auch eigentlich, was der, wenn der Karma es tut, dass wenn das getan ist, das hat getan, das Heilsame, damit zukünftiger Daseins ist wieder
ist einfach wie heißt das, eine Tür entsteht, nicht mehr reingeht. Das heißt, zukünftige Daseins hört sie auf. Bei der Karma ist dies, das heißt, daseinserzeugende Karma findet nicht mehr statt oder tut nicht mehr. Dann ist das langsam, ist das Samsara, das Ende des Samsara. Und so ist das Ersten, so weit kommt dann viele Dinge losgelassen, loslassen, so Erste. Und dann die zweite Begriffe haben wir gesagt, Bedeutung eintreten, sich hineingehen, darin versinken. Das ist die zweite Bedeutung. Das heißt, das Eintreten des Geistes in Nibbana. Ja. Das ist der, dann ist der Tür Heilsames geöffnet, heilsam. Diese ist das so, deshalb sage ich, wenn wir so sagen, jetzt ist das Heilsame dann kommen. Nein, das dauert sehr lang. Und diesen Leben habe ich soweit, dann heilsame Dinge habe ich angefangen. Jetzt ist das, das langsam ist, das heilsame ist das wieder, weil der Geist ist mit der Einsicht-Meditation klar geworden, rein geworden. Das ist der Erhellen des Bewusstseins, Erhöhen des Bewusstseins, alles stattgefunden. Und dann, was passiert dann? Jnanaponika Mahathera in seinem Buch, den ersten Kapitel, schreibt er, was da wirklich passiert jetzt. Ja. Und dann, so lange war der Geist immer wieder Peripherie gelaufen, das sagt er. Und dann beginnt eigentlich irgendwie hineinzugehen, und dann zeigt er das, Jnanaponika Mahathera schreibt, und sehr schön, was sagt er? Dann wird gesagt, er sagt dann, daher ist er, das ist, sagt er, not eine Einkehr in sich selbst. Dann ist dieses Wort verwendet, das haben wir auch genommen. Nur durch innere Wandlung wandelt sich das Außen, auch wenn es noch so langsam nachfolgt. Das ist diese Stelle, sagt er. Es ist das langsam beginnt. Ja, langsam beginnt eigentlich. Langsam, das ist der innere Welt. Dann sagt, ist die innere Mitte stark und geordnet. So bleibt es nicht aus, dass das Wirrsal der Peripherie sich allmählich klärt und sich wie von selbst ordnet um die Klarheit der inneren Mitte. Das sagt der Jnanaponika Mahathera in seinem Buch. Ja. Das jetzt kommt dann zur inneren Mitte jetzt. Alle Wirrsal vermeiden. Und geht dann rein jetzt. Ja. Bleibt nicht mehr der Peripherie laufen überall. Er ist der innere Mitte, ist gefunden jetzt. Ja. Und jetzt, es ist aber sehr lang, wir sollen nicht, ich habe jetzt gesagt, jetzt so weit ist Nibbana eintreten. Das ist dieser Gap, dieser Zwischenraum, es ist so, wir haben jetzt gesehen, ja, jetzt ist schon weit geht. Nein, das ist aber diese Erkenntnis zu gewinnen, doch sehr lange Zeit brauchen wir. Das braucht nichts, aber wir sind dabei so. Wir merken, dass es nicht so einfach ist, so alles loslassen und so weiter. Und dann kommt das eigentlich dieses, was wir gesprochen haben, diesem ist langsam alles. Langsam. Deshalb sagt er, weil er nur durch die innere Wandlung, das ist dann außen, wenn es so langsam nachfolgt. Das Wort verwendet dann Jnanaponika Mahathera auch, so langsam. Ja. Es ist langsam. Aber es ist aber unvermeidbar. Unvermeidbar. Deshalb in Samyutta Nikaya. Es gibt eine sehr schöne Lehrrede, Daruka Sutta, glaube ich, das. Ich habe gesagt, diesen Holzstück vergleichen, der Dhamma erklärt. Und
Einmal war der Buddha mit 500 Mönchen unterwegs. Übernachtete er unter das, in einem in der Nähe von einem Fluss. Und dann am Abend kam er, dass ich dann betrachtete, das war ein Vollmondtag, da war es sehr schöner Tag. Das hat er dann in der Frühlingszeit und beide Seiten in diesem Fluss blühte denn die Bäume, dass sich da so viele Blätter runtergefallen sind, alles dann fließt und dann Buddha hat alles angeschaut. Da hat er gesehen, ein kleines Holzstück, das kommt, das auch fließt auch und schwimmt auch mit. Und sagt, oh Mönch, könnt ihr das sehen, diesem Holzstück? Ja, wir sehen. Was denkt ihr, oh Mönch? Wenn dieser Holzstück einen Mensch nicht rausnimmt, oder wenn der Wirksal nicht reingeht, oder nicht das, wie heißt der, verrüttet oder so, ja, in das alles, ja. Und wenn ein Mensch oder ein Geist oder weg nicht wegnimmt, wohin geht dieser? Dann sagt der Mönch, unvermeidbar, Erhabener, landet das wieder, mündet wieder in den Meer. Das ist das ganz klar. So weit kommt, dass ich das kann. Das kann nicht, das könnte sein, dass das in, wo der Buddha war, so vielleicht in Varanasi oder eventuell, ja. Varanasi nach Ganga zum Beispiel mündet in Bangladesch heutige, Kulna-Ebene. Das ist tausende Kilometer. Sagt der Buddha, wenn etwas das passiert, diesen Holzstück, ist das wird dann das Meer. Das Meer sehen. So ist auch, oh Mönch, wenn ihr die Übungen richtig macht, auch nicht, dass so dieser Ufer oder dieser Ufer bleibt, auch nicht der Wirksal irgendwo reingeht, oder dann ist einem Mensch oder einen Geist das rausnimmt. Und wenn auch nicht verdorrt, wenn ihr nicht verderbt von den Klesas, von den Befleckungen, einen Geist, unvermeidbar, ist tritt da in Nibbana, wenn ihr diese Übung macht. So ist auch, aber das ist das genauso wie Varanasi, dann Kulna, tausende Kilometer. So wird auch unsere. Das lange dauert. Sehr lange dauert. Aber es ist ganz, ganz sicher. Ganz sicher enden wir unsere Übung mit dem Nibbana. Und so ist das in den nächsten Tag der Buddha. Und dann, ja. Aber diesen Kapitel von der Jnanaponika, die Lehre von Geist, bitte einmal lesen. Das ist sehr schön geschrieben, dass sich das alles sich dann, wie das geht, erklärt. Ja. Und das sind nur zwei Seiten. Und weil ich das so viele Lehrreden sage, keine Zeit. Und dann sagt er, durch die Einsichtmeditation sieht man die Gefahren der Gestaltung. Und gleichzeitig sieht er, Nibbana ist eigentlich, solche Gefahren gibt der Nibbana nicht. Und das sieht er eigentlich, das jetzt, das ist zwei Dinge sieht er eigentlich. Nibbana die Seite, Gefahren der Gestaltung die Seite. Und jetzt ist das, der Geist ist wirklich so rein, so stark, so erhellend geworden, sieht er eigentlich die Gefahren hier. Und das ist der fröhliche, die Nibbana sieht er. Denn der Geist, diese Richtung bewegt sich. Das heißt, jetzt ist das so, weil wir die Gefahren der Gestalt noch nicht gesehen haben. Deshalb sehen wir die Schönheit der Nibbana nicht. Weil wir noch nicht das, wir sehen noch nicht die Gefahren der Gestaltungen. Wir sehen nicht. Wir sehen nicht das Gefahren des Fühlens. Wir sehen nicht die Gefahren des Wahrnehmens.
Wir sehen nicht die Gefahren der Gestaltungen oder Karma-Formationen. Wir sehen nicht als Gefahren des Bewusstseins. Wir sehen nicht die Gefahren des Körpers. Wir sehen noch nichts. Deshalb, wir sehen alles hier, die Seite ist besser als die andere Seite. Ja? Aber wenn jemand so weit geübt hat, jetzt sieht er die Gefahren der Gestaltungen richtig. Oder diesen Körper ist mit den so vielen, ich meine, wenn wir sagen, ach, Körper ist nicht schön. Jeder sagt, ach bitte, Körper ist schön. Aber so weit gekommen ist, er sieht eigentlich, dass Wertlosigkeit des Körpers ist nicht Wert, Wirklichkeit. Ja? Man kann nicht sagen, so wert ist dieser Körper. Ja? So weit kommt er. Und dann ist eigentlich, das sieht, wie schön ist eigentlich, wie frei ist, wo friedlich ist der Nibbana. Ja? Das sieht er. Dann ist das, dann verstärkt er wieder und so ist eigentlich, dass diese zwei, die Aufgeben der Gestaltungen und dem Hineingehen ins Nibbana, ist verstärkt er. Das beide sein. Das heißt, aufgebende Gestaltungen einerseits und dann hineingehen zu Nibbana. Der Meditierende wird immer so, weil er die Einzigmeditation verstärkt und das wirklich, was da wieder geschieht, ist Aufgeben der Gestaltungen und Hineintritt zu Nibbana. Und die Essenz des Satipatthana, das heißt Achtsamkeit, Meditation, wenn jemand fragt, ist eigentlich aufgeben, loslassen. Das ist die Essenz dieser Übung. Ja. Und diese beides ist eigentlich, loslassen, aufgeben, ist nicht irgendetwas Aktives. Das heißt, durch diese Übungen entstanden. Jedes Mal, wenn jemand die Achtsamkeit Meditation macht, was da wirklich passiert ist eigentlich, es geschieht nur dieses. Entweder loslassen oder aufgeben. Aufgeben, loslassen. Wenn jemand halbe Stunde Achtsamkeit Meditation übt, was er wirklich tut, ist eigentlich, wieder Dinge loslassen, auch dann aufgeben. Und das ist notwendig, diesen Weg zu gehen. Und dann ist das, sagt er dann, ja. Die Übungsmethode, es gibt noch einige Sachen, das aber sage, dass ich das ganz kurz, dass ich, es ist, dieser geht so weiter und Satipatthana Methoden erstmal entsteht eigentlich dieses Aufgeben und Loslassen. Und dann ist er erkennt dann sehr viele Dinge, weil er gesehen hat, Anicca Dukkha Anatta, was wir vorher gesprochen haben, diese Anicca Anupassana, Dukkha Anupassana und Anatta Anupassana. Und dann entsteht da Nibbida, Abwendung. Und Abwendung weiterhin verstärkt der Meditierende. Und dann entsteht da ein Virage. Und Virage Leidlosigkeit. Leidenschaftlosigkeit
Und dann ist Viraga, entsteht der Nirodha. Und weil das See gesehen hat und das nicht Saran, das heißt der Adinavas, und dann kommt der Nisarana, das heißt weg von dieser allen. Und dann ist Nirodha entsteht, loslassen, aufhören. Und dann so weit kommen und dann kommt der Nirodha. Nein, der Patanisanga. Und alles eigentlich wieder diese vier Übungsmethoden. Das sei Nibbida, Viraga, Nirodha, Patanisanga. Patanisanga ist alles das Hängen mit den Anicca Dukkha Anatta. Das heißt, wichtig ist, dass der wichtig ist eigentlich, was mir der Mensch erkennen soll, dass die Dinge vergänglich sind, leidhaftig und nicht selbst, kein Selbst oder es gibt kein Selbst. Das soll dann wichtig erkennen. Deshalb ist überall, wenn wir Satipatthana Übungen lesen und dann immer wieder sagt, drei Merkmale des Daseins erkennen. Anicca, Dukkha, Anatta. Sehr selten erwähnt diese Nibbida, Viraga, Nirodha, Patanisanga. Weniger erklärt. Weil diese alles ist, diese vier beinhaltet eigentlich, wir sind drei. Beinhalten diese drei. Anicca, Dukkha, Anatta. Aber es ist auch gut, wenn jemand darauf auch konzentrieren, diesen Nibbida, Viraga, Nirodha, Patanisanga. Diesen vier Übungsmethoden auch, das ist ein, diesen Aufmerksamkeit geben, das ist auch gut. Und dann, so ist das ist dann diese gesamte Übungsmethoden, sieben. Ich habe nur so Wirklichkeit, sehr, ich sage das Wort, verwende ich es ungern, aber das sage ich das. Sehr oberflächlich habe ich gesprochen. Das ist nicht ein tiefgehend. Aber so habe ich es auch das gelesen oder gehört. Und deshalb ist alles ist aber nicht das so tiefgehend. Es gibt aber sehr tiefgehend. Das ist zum Beispiel der Mönch. Es gibt einige Vorträge in dem Internet auch. Online, das kann man hören. Es ist aber stundenlang, dass ich das sehr tiefgehend erklärt. Und das ist dann vielleicht haben diese Mönche, die das wirklich, ich schätze diese Mönche sehr hoch. Ich kenne ein, zwei, drei Mönche, die sind wirklich sehr weit. Sehr weit sind die. Und wenn Sie das erklären, da können Sie auch sehr gut und tiefgehend erklären, weil Sie so weit sind. Ich schaffe das nicht, weil ich nicht so weit bin. Aber ich sehe, dass ich so irgendwie, ich habe dann, sage ich, das Gefühl her. Und beschreiben kann ich nicht so viel, nicht so gut wie die Mönche, weil sie wirklich, sie haben diese Erfahrung. Diese drei, vier Mönche, unglaubliche Erfahrungen, ja. Und ich bin noch nicht so, diesen Sachen, ich bin nicht so weit. Ja. Aber von Hören und dann von Lesen und auch meine eigene Betrachtungsweise, was ich betrachtet habe, wie ich es betrachtet habe, da habe ich das Gefühl. Und das habe ich, das ist ganz wenig gesprochen, aber was ich gehört habe, gelesen habe, habe ich das erklärt. Und deshalb sollte ich auch, dass diese Dinge, wir sollen gemeinsam üben. Dann kann er mich richtig erkennen. Aber wir können nicht, ich kann selber auch nicht, weil ich das wirklich nicht so weit vertieft habe, das kann ich nicht. Und ihr könnt auch nicht, ich weiß das, ihr könnt auch das noch nicht. Und das ist das, eine Möglichkeit haben wir jetzt, gemeinsam zu üben. Und diese, was wir gesprochen haben, vielleicht
angeht. Vielleicht gibt es zwei Bedeutungen. Vielleicht oder vielleicht. Keine Ahnung, das ist das. Vielleicht kann deutet dann, das ist ein Hilfsmittel sein. Oder vielleicht ein Hilfsmittel. Ja? Und das beides könnte sein. Und deshalb machen wir weiterhin diese Übungen, Achtsamkeit, Meditationsübungen. Und wir werden das wirklich Dhamma richtig erfahren, erkennen, wenn wir wirklich dann üben. Von Hören, von Lesen, von Begeisterung, es ist nichts. Aber es ist, so etwas ist besser als nichts, aber das ist nicht der Beste. Beste ist eigentlich Üben. Üben selber erfahren. Aber zu üben brauchen wir irgendwie, das ist dann nicht Information, wie heißt das, Anweisungen. Ja. Deshalb habe ich das jetzt gesagt. Und so jetzt, kurze Zeit, wenn ihr etwas fragen wollt, das könnt ihr machen. Einige Minuten, bis die Sonne. Ja, Viertelstunde, das ist über, das ist okay. Wenn ihr keine Fragen habt, das braucht ihr nicht sagen. Bhante, ich habe eine Frage. Du hast jetzt gerade über die Wertlosigkeit des Körpers gesprochen, aber man braucht doch die Verbindung Körper, Geist, um überhaupt Nibbana zu erreichen. Insofern ist ja der Körper nicht so wertlos. Eine Wertlosigkeit, Körper ist eigentlich etwas, das für uns hilfreich, sehr hilfreich, ein Hilfsmittel, das ist ein höchstes Hilfsmittel eigentlich ist. Und Wertlosigkeit heißt das, weißt du, dass ich dann, das ist, man kann nicht nehmen, dass ich das, oh, das ist ein tolles, mein Körper, so, ja, das ist das so. So nehmen das eigentlich. Das ist schon große Hilfe, ist das. Körper ist eine der wichtigsten Hilfsmittel zum Nibbana. Außer der Geist. Ja, das ist das schon, wenn der Körper wirklich gesund ist. Wenn der Körper, deshalb fragt der Buddha in Upadhyaya Sutta, in Sankhita Nikaya, glaube ich, Upadhyaya Sutta, ein alter Mönch, der ein Diabetiker war. Und der war der Zuckerkranke. Also er hat mit verschiedenen Übungen gemacht, er kannte nichts. Und dann, er geht zum seinen Lehrer, Upadhyaya, und sagt, ich glaube, die Lehre des Buddha ist, ich gehe weg. Der war so enttäuscht, ja, das alles. Und das war, warum? Na, ich schaffe das nicht alles, das ist nicht wahr, alles, ja. Und dann sagt er so, darfst du nicht reden, wir gehen zum Erhabenen. Und dann sagt der Buddha, die Übungen sind für Namakas. Junge Mönche können das nicht machen. Was du getan hast, das sind nur für junge Leute, aber nicht für den Älteren. Ja, war der alt und angefangen zu meditieren. Ja, das heißt, das alt geworden, das ist das deshalb. Und sagt der Buddha, wenn der Körper richtig kräftig ist, nicht krank ist, das ist gut für den Körper der Meditation. Ja, da erklärt diesen Lehrrede. So ist eigentlich der Körper ist wert, das ist sehr, sehr große Hilfe. Wenn das in der alt ist und dann ist alt, früher hat nicht geübt, jetzt fängt an, gekreuzten Beinen sitzen und dann üben, ja, ist nicht so einfach. Das hat der Buddha eben das andere Methoden erklärt. Das könnt ihr lesen und dann ist das ohne Erleuchtung erlangt. Aber das ist dann, er hat dann die Übungen, die wir so als gekreuzten Beinen und dann so sitzen, es ist schon für den gesunden jungen Leuten, das sagt er, aber es ist so ein Leichter. Ja. Und auch das mit dem Körper ist so ein wichtiges, aber dieser Körper, wenn du das betrachtest, ja. So wieder, das ist nicht irgendetwas so, weißt du, dass die Leute, wenn der Körper richtig beobachtet,
In diesem Körper gibt es Kopfhaare, Körperhaare, Nägel und alle möglichen Dinge. Ja? Das ist das, wenn du gut das ist tiefgehend beobachtet, dann denkst du, das ist Wirklichkeit, ist nicht etwas anzuhaften. Das ist, so soll man die Körperbetrachtung machen. Ja? Es ist zum Beispiel, solange du dann das Blut nicht siehst, ja, und dann im Körper fließt überall das Blut, dann sagt er, aber wenn du dann draußen das Blut siehst, dann sagst du, oh, das will ich nicht. Warum? Warum? Ja, wenn du dann zum Beispiel irgendeine Kot oder Urin siehst, dann sagst du, ah, das bitte nicht. Aber wir tragen überall diese. Ganzen Tag. Ganzen Tag, ja. Das ist das, wo gibt eigentlich dann? Toilette ist so sauber, weil einmal ist Wasser und weg. Körper ist nicht sauber. Das bleibt im Körper drinnen. Wir tragen überall. Dem Sinne ist Körper ist nicht etwas so anzuhaften. Weißt du, wenn da wirklich Toilette und den Körper vergleichen, Toilette ist viel sauberer. Weil einmal benutzt man dann Wasser und sauber. Aber Körper nicht. Das alles ist den Körper tragen wir. Schleim und Blut und alle möglichen Dinge im Körper drinnen. Sagt der Buddha, diesen Körper, er sagt, so viele Ausgänge gibt es im Körper, der Schmutz rauszukommen. Wenn das richtig beobachtet, dann siehst du, wie wirklich das. Und dann ein Tag, zwei Tage ist nicht gereinigt, ist dieser Körper. Und das, was du anhaftest, das schön sagt, dann wirst du nicht mehr sagen. Ja. So ist das Wirklichkeit, nicht anzuhaften. Natürlich, das ist Hilfsmittel, dann ist gut. Ja. So lange, dass du den Körper richtig anwendest, und das ist ein Hilfsmittel. Wenn der Körper nicht richtig anwendet, das ist eigentlich kein Hilfsmittel, sondern das ist ein leidvoller Faktor, ist das eigentlich. So ist auch dann, solange das Messer richtig verwendet ist, das ist gut. Du kannst das Messer lieben. Wenn jemand aber kommt und dann jemand tötet, das Messer nicht mehr ein Objekt zu lieben. Ja. Aber wenn das gut dann der Gemüse schneidet, das ist ein Objekt zu lieben. So ist auch der Körper. Ja. So geht das alles. Danke. Gut. Ehrwürdige, ich habe auch noch eine Frage. Das Anhaften an Bewusstsein. Bitte? Anhaften an Bewusstsein, wenn Bewusstsein an Bewusstsein anhaftet. Was meinst du bei Bewusstsein anhaften? Also die Betrachtungen von dem Anicca Dukkhanatta vom Körper oder Wahrnehmungen oder Gefühlen sind sind nicht so schwierig. Aber das Bewusstsein zu überwinden, loszulassen, jetzt ist das, soll man dann die Körperbetrachtungen, also den ehrwürdigen Thich Nhat Hanh von Hannover, der hat mal zu mir gesagt, ich soll die Betrachtungen nicht mehr machen, also Anicca Dukkhanatta, nur Achtsamkeit.
Aber das ist jetzt schon so viele Jahre und passiert nicht viel. Also schon passiert schon langsam wird den Geist lässt immer mehr, immer tiefer los. Aber dieses an dem Bewusstsein ist hängen geblieben. Wenn du sagst, Anicca Dukkha Anatta nicht beobachten, das ist richtig, was der würdige Thich Nhat Hanh gesagt hat, ist nichts Falsches. Man kann nicht Anicca Dukkha Anatta beobachten, sondern man soll schon Achtsamkeit-Meditation verstärken. Das ist richtig. Das heißt, Achtsamkeit-Meditation, der niedere Bereich ist der eigene niedere Bereich, ist das eigentlich den, wie der Buddha sagt, aufgeben und loslassen. Aber höhere Ebene ist, dass wenn der Achtsamkeit verstärkt, dann sieht eigentlich die Unbeständigkeit der Gestaltungen. Auch das ist dann Gestaltung alles, ja, Rupa Vedana, Sanya, Sankara, Vinyana, alles. Und dann sieht er auch dann die Dukkha, Leidhaftigkeit der Gestaltungen. Auch das Anatta sieht das, nicht selbst. Und das ist eine höhere Ebene. Höhere Ebene, nicht, das ist erste Ebene, ist Aufgeben und Loslassen. Und nächste Ebene ist das, höhere Ebene ist, dass sie diese drei Merkmale des Daseins erkennen. Und das ehrwürdige Thich Nhat Hanh gemeint, glaube ich, das ist Aufgeben und Loslassen erst lernen. Das ist, dass viele Dinge sollen wir loslassen und aufgeben. Und dann ist das höhere Ebene Dinge. Und wenn du sagst, es passiert nicht, und damit eigentlich diese Aussage, es passiert nicht, viele Leute sagen, ich habe lange meditiert, es passiert nicht, es ist nichts geschah, es passiert nicht. Das heißt, Meditation, es ist, das soll eigentlich eine Übung sein, diese Wirkung soll nicht irgendeine geistige Ebene, dass sie messen können oder selber messen können, das soll dann wirken durch die Augen, durch die Nase, durch die Ohren, durch den Mund, durch den Körper, durch den Geist. Das ist die Wirkung reflektieren. Oder wirken Strahlen aus den Augen. Ja? Dann sieht er eigentlich, wie das ist die Klarheit des Sehen, Klarheit des Riechen, Klarheit des Schmecken, Klarheit des Hören, Klarheit des Fühlen, Klarheit des Denken. Ja? Das heißt, klares Denken bedeutet, dass der Geist, wie du sagst, Bewusstsein oder so etwas, nicht hängen bleibt. Ja, das heißt, ich habe das, denn der Buddha sagt, Jata-Sutta gibt es auch, das ist sehr schön erklärt. Dann sagt der Buddha, wo der Geist in Name und Rupa keinen Halt findet, ja, da ist das Entwicklung. Das heißt, nicht mehr anhaftet. Und die Klarheit ist dieses. Wenn du sagst, Bewusstsein, ich bleibe gleich, Bewusstsein bleibt auch nicht gleich. Das ist auch vergänglich. Das heißt, der bewusst gewordene ist das, da gibt es eine Erklärung von dieses Buch habe ich hier nicht. Muss das hier sein alles. Konzept und Realität. Da ist sehr gut erklärt, dass sie die Papancha, die Wucherung oder Ausbreitung, das alles. Und da erklärt, wie der Vinyana funktioniert. Ja? Und das kannst du einmal, ich kann das nächste Mal vorlesen oder sagen. Ja? Und das gibt es nicht, etwas Wirklichkeit immer bleibende. Wenn du das übst, Bewusstsein, Vinyana ist auch ständig entstehen und vergehen unterworfen. Bewusstsein ist auch nichts Gleichbleibendes. Ja? Genauso wie Körper,
genauso wie die Gefühle. Das Bewusstsein ist das, was der bewusst geworden ist. Was jetzt der bewusst geworden ist, in diesem Moment vielleicht noch da, aber im nächsten Moment ist nicht mehr da. Vergänglich ist das. Bewusstsein ist auch Vergängliches. Es bleibt nicht etwas. Und das soll man schon, da kommt eine Frage, was das Bewusstsein ist. Ja. Was ist unterschiedlich wahrgenommen? Das ist das, so manche Leute haben Bewusstsein so und so. Und deshalb sage ich das Jnananda, Konzept und Realität. Das erklärt auch sehr schön. Kannst du einmal, wenn du das Buch nicht hast, dann kann ich das nächste Mal sagen. Alles gibt es dieses Buch nicht. Also ich wollte dann sagen, bei der Meditation ist es möglich, auch die Elemente betrachten und so weiter. Das alles ist möglich. Und auch Entstehen von Gefühlen und Vergehen. Aber bei dem Bewusstsein, das Entstehen und also, oder ist die Konzentration zu schwach? Ich muss das sagen. Das hängt von der. Also er kann dieses Abstand nicht gewinnen. Dass den Geist beobachtet. Ja. Was meinst du, Geist? Das heißt, Chitta Chittanupassana, Chitta Chittanupassi Viharati. Der Geist, den Geist beobachten. Und das ist was ist die Funktion des Geistes? Das ist diese Lehre, das Abschnitt sagt. Er sagt, wenn der Geist Saragi mit der Gier verbundene Gedanke ist, beobachtet der Geist selber. Das ist der Gier verbundene Gedanke. Ist das. Gier ist Gier nicht, das Wort sagt, und Gier behaftete Gedanke ist, das sagt die Übersetzung sagt. Gier behaftete. Und den nächsten Tag Gier befreite, von Gier befreien, das frei geworden ist. Das ist das Veränderung, das siehst du das genau. Man kann schon beobachten. Ja, das schon. Ja. Was ist denn, was kann nicht? Dieses, ohne dieses, ich kann das nicht beschreiben, aber dieses, ohne dieses alles. Ohne Gedanken, ohne Gefühle. Trotzdem, da ist etwas. Das ist nur Schauen, nur Sehen, ja. Aber trotzdem, das ist etwas. Was ich? Nur Schauen, ja. Aber trotzdem, das ist etwas. Was geschieht, das ist etwas. Es geschieht etwas, ist dann schon. Das sehen wir immer, dass ist etwas geschieht. Ja. Ich habe diese Frage ein bisschen noch, ich weiß nicht, ich selber kann es nicht nachvollziehen, was du meinst. Ja. Das ist das Problem für mich. Die anderen hat jemand, das könnte mir helfen, das weiß ich nicht. Das heißt,
Noch einmal, wenn du sagst, du beobachtest, wir nehmen an, du beobachtest den Atem. Ja? Einatmen, ausatmen. Und dann? Was geht weiter? Wie geht das weiter? Also bei der Meditation meinst du? Ja. Irgendwann ist dann den Gatten, den Atem löst sich auf. Atem aufhören. Ja. Und dann? Wenn ich dann die Konzentration nicht verstärke, wenn ich verstärke, dann geht er zum nächsten Jhana. Wenn ich die nicht verstärke, dann beobachtet den Geist die Dinge, also das, was im Geiste entsteht. Plötzlich entsteht etwas. Das ist so, ich kann es beschreiben, wenn du etwas mit den eigenen Erlebnissen etwas beschreibst, das kann ich nicht das Antwort geben, weil erstens, ich kann schon sagen, was wir letztes Mal gesprochen haben, Nirodha. Mhm. Nirodha ist aber sehr weite Entwicklung. Das ist das, wenn du das meinst, dass ich das so eine Entwicklung spreche, dann kann ich nur, was der Bücher steht, sagen. Ich habe keine, diese Erfahrung habe ich nicht. Ich kann nur sagen, dass wo die Bücher entstehen, ich habe das erklärt letztes Mal. Wenn jemand einatmet, dass es verschwindet und dann alles so weiter. Aber wie das ich, was das ich, kann ich nur sagen, was den Büchern steht. Weil ich mein Leben noch nie so etwas erlebt habe. Ich habe noch nicht so etwas erlebt. Ich meine, ich habe noch nicht Wirklichkeit, gemäß, wenn ich sage, Wirklichkeit und mit Ehrlichkeit entstandene Wirklichkeit, wenn ich rede, dann sage ich, ich habe sehr selten diese stufige Entwicklung des Atems erkannt. Sehr selten. Das heißt, einatmen, ausatmen, atmet ein, atmet aus, lang einatmen, lang, kurz einatmen, kurz, den ganzen Körper, Atemkörper empfinden, einatmen, ausatmen, vier Elemente, wie es entsteht. Ich glaube, ich brauche noch Zeit, so weit zu kommen. Und deshalb sollte er erfahren, Nirodha ist das eine höhere Stufe. Weißt du, das ist sehr, für mich ist das sehr, sehr weit. Deshalb ist das, ich kann am nächsten Mal sagen, dass so was in den Büchern steht. Aber eigene Erfahrung, wenn jemand sagt, wie ist das, ich kann das nicht. Ich sage nur, den diesen Büchern steht so. Und auch den Jhanas und so Sachen. Das ist dann, ich meine, das Jhana ist, da kommt das, Jhana kommt, Jhana entsteht, das Wort Jhana, die Versenken entsteht nur, der Hindernicher, Kamachanda, Vyapada, Tinamitta, Uddacha, Kukkucha, Vichikicha, wenn du überwunden hast. Mhm. Ja? Wenn du Sinnenlust nicht mehr da hast, wieder nicht da ist, Trägheit, Stumpfheit, Aufgeregtheit oder dieser Vichikicha, mhm. Ja, dann kann der das so, das ist das, ich sage noch einmal, in Büchern steht das so, das kann der erste Jhanas das weitergehen. Ja. Und wenn jemand wirklich den Achtsamkeit-Meditation macht, erst mit dem Körper betrachtet, muss nicht unbedingt dieser beginnen, wie der Bhikkhu Bodhi sagt, aber das ist dann, wie er schreibt, das ist dann,
erste Stufe, das ist das wichtige Meditationsobjekt, ist eigentlich ein Ort. Deshalb ist das sagt, er sagt, es ist gut, dass jemand so beginnt ist. Ja? Aber das bedeutet nicht dann, wie sagt er, das Wort wollte ich einmal sagen, das habe ich vergessen. Das ist Wurzelobjekt der Meditation, er bezeichnet das. Das heißt, Mula Kammatthana heißt das. Wurzelobjekt des Meditation, Ein- und Ausatmen. Körperbetrachtung. Und dann mit dieser das macht, das geht weiter und weiter und dann, aber das gleich, die Kamachanda, ja, wie wir jetzt gesprochen haben, Abbindung und dann Leidenschaftlosigkeit. Leidenschaftlosigkeit und dann ist das Aufhören, das kommt dann langsam. Ja. Und das alles ist, das in einem Prozess funktioniert. Mhm. Aber das soll der Mula Kammatthana richtig zusammengehen. Ja. Das ist Wurzelobjekt der Meditation. Damit richtig anfangen. Das heißt, damit sage ich, der Wurzel nicht stark ist, der Baum kann nicht festleben. Mhm. Ja. Deshalb ist der Baum, die Stärke des Baumes hängt von der Wurzel ab. Wenn das, die Wurzeln nicht mehr stark sind, der Baum fällt runter. Ja. Und deshalb ist das die Mula Kammatthana, Wurzelobjekt der Meditation, das soll man schon verstärken. Ja. Und andere Dinge, deshalb ist dann in der Lehre des Buddha Anapanasati, das zwei Richtungen verwendet der Buddha. Anapanasati geht auch Anapanasati Sutta, erklärt schon deinen Jhana-Weg. Ja, richtig. Satipatthana mit Anapanasati ist dann einzig Meditation. Das ist zum beides möglich. Anapanasati ist das für beiden ist geeignet. Dhana zu erreichen. Und dann Samatha-Pubbhanga Vipassana zu üben. Samatha-Pubbhanga Vipassana, aus der Samatha entstandene Vipassana zu üben. Ja. Aber da alles ist eigentlich, es ist gut, ich meine, dass ich dann von den Jhanas kann man auch dann, Jhanas, so steht auch in Büchern, das kann auch dann Samatha und Vipassana wechseln. Ist möglich. Aber diese Dinge, es gibt zwei Gründe, warum ich das nicht sage. Und erster Grund ist, ein Mensch darf nicht, wenn er nicht hat, das darüber reden. Das nicht darüber reden, sondern das, so wie er hat, wie heißt das, wie er hat, zu erklären. Es ist das verboten eigentlich. Mhm. Sagt der Bruder, das darfst du nicht das sagen. Du musst sagen, in der Lehrreden steht so. Wenn du das erlebt hast, musst du sagen, das ist so. Mhm. Ja, es ist so wichtig auch. Und deshalb ist das, sagt der Bruder, du hast diesen Weg, weil die Menschen, eigentlich. Zum Beispiel damals, der Buddha-Zeit, war das sich dann der strenge Übungen gemacht, der Mönch war das eigentlich, der Mahakashyapa. Der würdige Mahakashyapa hat strenge Übungen gemacht. Und seine Robe war das zerrische Robe. Er hat nicht seine Robe gehabt, so etwas. Er hat das immer wieder Almosengang gelebt. Almosen. Einmal war er in Almosengang und dann, das war der eingeladen, diesem Haus, Buddha und Sariputta waren auch dabei. Der Hausbesitzer hat den Almosen, der ist am Mahakashyapa, der Almosengang ist zu diesem Haus auch gekommen. Und dein Hausbesitzer sagt, er würdiger,
Da ist der Buddha und Hariputta ist auch drinnen. Kommen Sie rein. Es geht weiter. Er sagt, er hat nie das seine Leben, sein Leben von eingeladenen Essen hat er nichts akzeptiert. Das ganze Leben ist Almosen gelebt. Und dann der Außenbetster geht zum Buddha, sagte, ich habe dann dem Mönch gesagt, dass er kommen soll, dem er zum Hakka, er ist nicht gekommen. Dann Buddha sagt, er lobt, er sagt, diesen Fall, Mahakashyapa ist höher als ich, ich nehme die Einladung an, aber er nicht. Ja? Buddha lobt ihn. Ja? Und einmal, sage, dass ich das einmal, die jungen Leute damals, viele Leute, haben die Mahakashyapa sehr gerne respektiert, weil er das so, diese harte Übungen gemacht hat. Und einmal wollte er dann nicht dann Ölkuchen das gemacht. Und dann wollte junge Leute dann, haben das, alles das haben sie dann Mahakashyapa gespendet. Seine Almosenzahler war voll von dann diesem Kuchen. Und dann die Mönche und die Erhabene, die haben auch das eigentlich im Wald sitzen. Die haben gedacht, ja, jemand kommt, wird dann Essen geben. Aber die jungen Leute haben alles dann nicht zum Mahakashyapa gegeben. Mahakashyapa hat das nicht angenommen. Er hat gesagt, wir gehen ein bisschen weiter. Er wollte das zeigen, dass es andere Mönche gibt, es auch, ich soll auch ihnen geben. Und dann natürlich, dass ihn der Buddha hat ihn gelobt. Gesagt, ja, Tao des Mahakashyapa sehr, sehr strenge Übungen macht. Ja. Und die Leute haben eine große Begeisterung. Sie haben das, dass wenn jemand so solche Dinge macht, dann ist das, mögen die Leute. Sie selber machen nichts, aber wenn die anderen machen, sie freuen sich sehr. Und damit sage ich, dass wenn jemand das erreicht hat, Buddha sagt, ich soll aber das nicht sagen. Damit werden die Leute, wenn jemand das wirklich, wie das erreicht hat, das auch nicht sagen. Das ist nicht wichtig, anderen zu sagen. Das soll man schon vermeiden. Eigene Entwicklung, weil Mahakashyapa ist nicht gesagt, aber er ist dann, was er getan hat, ist eigentlich, er hat die Mönchsgemeinde verlassen, weil er gesehen hat, die Leute, er war wirklich, er war nicht irgendwie Falsches, er hat diese Eigenschaften gehabt, aber die Leute geben mehr Aufmerksamkeit diesem Menschen. Und manche Mönche damals, sie haben diese, was wir gesprochen haben, die Jhanas gehabt. Aber sie haben gezeigt, verschiedene Dinge. Ja? Sie haben das ist dann unsichtbar geworden, plötzlich. Ja? Und damit haben die Leute gesagt, oh, ja, ist aber sehr gut. Ja? Und Buddha hat dann mehrere Mal den Mahamoggallana, der ewige Mahamoggallana verboten, das gesagt, tue das nicht. Ja. Er war der kräftigste, wie heißt er, der Idi, er hat gehabt. Und damit das, weil die Leute so in die falsche Richtung gehen, die Leute werden sagen, ja, das ist das Wichtige, das ist das. Wichtig ist eigentlich, sagt der Bruder, Dukkha überwinden ist wichtiger. Überwinden den Dukkha. Unzufriedenheit und Leiden. Und damit das ist verbunden. Und wenn das wirklich dann so weit kommt, ist das wirklich dann, man soll sagen, wenn jemand etwas nicht erfahren hat, und wenn jemand mich fragt, ich sage immer, das steht in Büchern.
Deshalb so, ich kann das nächste Mal sagen, aber es ist nicht, dass ich, man soll nicht denken, ja. Deshalb habe ich es auch heute gesagt, was ich gesagt habe, alles ist nicht meine. Das ist nur, ich habe nur erklärt, einfache Sprache, wie ich könnte. Aber es ist nicht meine Erfahrung. Das sollte nicht denken, ach, wann ich so weit? Ich bin nicht so. Ich bin genauso, na, genauso nicht wie ihr. Ich bin nur ein, wie der Buddha sagt, Unterschied ist, ich bin ein, ihr seid ein V, ich bin ein Schwan. Vogelherr, V, V. Ja? Ihr habt ein schönes Leben, dekoriert, alle möglichen Dinge. Ja? Kleidung ist Unterschied, Lebensstil ist Unterschied, euer Essen ist unterschiedlich. Ihr könnt den Tag alle möglichen Dinge machen, wie ein Pfau. Schöne Fäden, ja, tanzen kann alles. Schwan, dieser Tiere, ja, einfach. Ja. Einzig ist, dieser Pfau kann nicht so schnell fliegen, aber Schwan schnell kann. Ja. Das ist der Unterschied, mein und euer. Ihr habt ein schönes Leben, viele, viele Verantwortung, viele Verpflichtungen. Deshalb ist eure Reise ist langsamer. Ich habe nicht so viel, deshalb ein bisschen schneller. Das sage auch Zentimeter, ein bisschen schneller. Nur das ist der Unterschied. Aber sonst ist alles, es ist ähnlich, das geht. Und so ist das, ne, über das Bewusstsein. Ist auch, dass ich dann, Monika hat mir gestern gesagt, die freie Wille, das ist ein Thema, ist das, ja. So ist, kann ich auch das über das Bewusstsein, was du fragst, das ein bisschen sagen. Aber dies alles ist nicht meine eigene Erfahrung. Ich kann sagen, was der Bewusstsein ist, wie der funktioniert, was das alles. Und auch die Jhana-Situation. Es gibt ein sehr schönes Buch von dem Bhante Gunaratana. Sehr gutes Buch über diese, was der, diese Fragen, was was du das gestellt hast. Ja. Schon kann erklärt ist das auch. Danke. Ja, das kann ich dir dann schicken, diesen Titel schicken, auch das ist was, ich kann das erklären, was der Bewusstsein und dann die Veränderung, Anderswerden des Bewusstseins, wie das funktioniert. Ja. Gut. Dann dauert.